Auf jeden Fall brauche ich ein Tutorial. Willkommen bei Gwent. Gwent ist ein altes Kartenspiel der Zwerge. Aha. Oho. Das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle. Die Karten sind Streitkräfte. Bin interessiert. Du beginnst. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karte mehr. Setzt diese 10 also klug ein. Stärke der Einheitskarten. Dies ist eine Einheitskarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Hier ist es die 1. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke der Spieler hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Dies ist das Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Spezialfähigkeiten von Einheitskarten. Manche Einheitskarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit der kaedvenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke. Ja. Hat ja fast schon Pen and Paper Charakter. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Ja, das merke ich mir niemals. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neue ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Ja. Schlachtfeld, hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Serpi spielt ein Spiel. Ist mir gerade so ein bisschen unten rechts aufgeblinkt. Hab's nicht gelesen. Würde ich gerne mal wissen. Bin immer gespannt, was unten ist, was die anderen spielen. Der Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, wenn du X drückst. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal Eingabe, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Du bist am Zug. Ah, okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal das hier. Ein redanischer Fußsoldat. Ich sterbe für Redanien. Ich töte für Redanien. Sogar Würmer würde ich fressen. Ah, ja. Die Zahl links bei dem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Und in der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Okay. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Leertaste gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können. Oder mit dem Gegner gewinnen. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen. Deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheit und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt.
Und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Der Gegner ist am Zug. Okay, ich habe eine 1 gesetzt. Er setzt eine 2. Oha. Jetzt bin ich am Zug. Jetzt kann ich nochmal eine 1 setzen, dann habe ich 2, dann wird aber beim nächsten Mal. Okay, wie wär's mit ihm hier? Sheldon Skaggs. Ich war dort, an vorderster Front, wo die Kämpfe am heftigsten tobten. Der Gegner ist am Zug. Okay, er setzt auch eine 4 ein, damit ist er immer noch 5, 4, 5, 6. Ich setze das hier aufs Hinterste. Den Gegner ist am Zug. 2. Okay, jetzt würde ich mal gern jetzt einen Fünfer. Siegfried von Denils. Über Frieden zu verhandeln ist einfacher als ihn einzuhalten. Der Gegner ist am Zug. Okay, er hat jetzt 5, 9, 13. Oha. Wie viele Karten hat er noch? Wahrscheinlich genauso viele wie ich. Ist die Stärke aller Belagerungskarten bei der Spieler auf 1. Ist die Stärke aller Nahkampfarten bei der Spieler auf 1. Beim Gegner, oder? Das war nicht so klug, weil da ich ein Fünfer. Der Gegner passt. Okay, ich bin am Zug. Ich tue hier einen Sechser hin. Gepasst. Anführer gerade einsetzen. Nicht wenig aufgeben. Ist auf 1. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn ein Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Okay, habe ich jetzt verloren oder gewonnen? Das ist die Frage. Ah, okay, der Gegner hat verloren. Ah, okay, du hast die Runde gewonnen. Sehr schön. Nächste Runde. Das kann ja noch dauern. Du bist am Zug. Eigentlich müsste ich jetzt mal 10 Karten ziehen, oder? Dann muss ich die jetzt setzen. Die Burg stürzt nicht von selbst ein, oder? Wo ist die Triebocke?
Runde gepasst. Der Gegner ist am Zug. Ey, was? Der Gegner hat die Runde gewonnen. Wie hat das gewonnen? Die haben nichts gemacht. Okay. Der Gegner hat die Runde gewonnen. Wie? Wie? Ich verstehe das Spiel nicht. Es ist eine Schande, es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jede Karten. Ach so, ich hätte die Karte später auf. Ja, verstehe. Aber auch nicht. Ja. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quest abschließt oder Karten beim Händler erwirbst. Verstehe ich nicht. Ja, egal. Tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ich dachte, ich hätte es verstanden in der ersten Runde. Deshalb habe ich es auch gewonnen, aber in der zweiten Runde. Wird, aber Gewinn spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. Hallo Katze. Sonst noch wer hier? Nee, würde ich nicht sagen. Er ist noch da. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ich würfel auf Zechen. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Ich hab eine D20 hier. Jennifer von Wengerberg? Wo ist eine 12? Ich hab nicht so viel auf Zechen. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen... Jetzt haben wir durch die Flasche ausgesoffen. Auf Gerald von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Was geht dich das an? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Da wissen wir noch einiges. Die Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Wenn es eine Belohnung gibt, immer gerne. Haben wir doch kein Zimbett-Zeichen gemacht. Schade. Gut, berichten wir ihm, was wir gefunden haben. Besimir. Ja? Was ist denn, Wolf? Oder auch nicht. Bis später, Besimir. Dann Garnison müssen wir nachfragen. Na dann. Gibt's hier Ärger draußen? Ausgetrunken. Mhm. Dann verpiss dich!
Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Willst du Ärger? Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Na dann. Ein Faustkampf. Ich wollte ihn gerade mit dem Schwert spalten. Aber er hat nicht viel. Okay, beim ersten Treffer eingeknickt. Da liegen sie. Plätze. Ein Pferd. Der hat keinen Namen. Plätze gar nicht so unmüstig. Spiel speichern. Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexenwelt ist voller Raubtiere, blutiger Biester, Banditen und sonstiger Gefahren. Suchst du Ärger? Ja, das macht Sinn. Was willst du, Götter? Mach hier keinen Stress. Ah, hey, Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Okay, ich muss zu. Wie komme ich zur Garnitur? Also, das hier ist. Es ist Krieg gegen Würde. Zum Glück hat er sich nicht mehr. Anschlagbretter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Voller in der Not, Kaufleute mit seltenen Waren. Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Anschlagbrett, Questgeber, Händler, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuterkunde, Alchemist, Ort der Macht, Monsternest, Rüstungsschmied, Schleifstein. Denk, Rüstungsschmied ist das, wo wir hin müssen. Garnitur, denk, so war das doch. Quest holen wir uns später ab. Wir haben auch weiße Punkte, die uns weiterführen. Pferde herbeirufen. Ich weiß. Halte ich gerade aber nicht für nötig. Man wollte nur mal nach der Garnitur gucken. Soldaten. Gibt's Questen. Laufe quer durchs Feld. Was meinst du, wollen wir aufbrechen oder? Ja? Was ist denn, Wolf? Bis später, Wesemir. Okay. Wenn wir ohne ihn aufbrechen oder? Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexerei. Verschwinde. Wir reden nicht mit dir. Okay. Das bringt uns ja auch nicht weiter.
Tag. Sei gegrüßt. Na dann. Sind wir wohl alleine weiter. Frage Neve gerade nach Jennifer. So ist gut. Ich denke, wir müssen erstmal Jennifer finden. Quests können wir, Nebenquests können wir dann danach noch machen. Entschuldige die Verspätung, ich wurde von den Nachbarn abgefangen. Ah, ein Prof. Ja, hab mich noch mit den Nachbarn festgequatscht. Ja. Bin schon ein bisschen weitergekommen. Scheint so. Schon. Ich habe jetzt erstmal im Dorf die ganzen Quests beiseite gelassen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Aber ich habe mir gedacht, Nebenquests machen können wir dann später erstmal müssen wir die Hauptquest. Und der Typ, den wir hier, den Wesemir, der kommt nicht mehr mit, oder? Den hab ich jetzt zurückgelassen, oder? Weißt du da mehr? Er ist, soweit ich es noch im Kopf habe, ist er aktuell selbst beschäftigt, aber er ist später irgendwann wieder dabei. Okay, weil ich konnte den gerade nicht dazu überreden, mitzukommen. Ich musste gerade aufbrechen. Ich habe auch das Dorf, ich habe auch einfach keine Quest angenommen. Das ist wahrscheinlich eher nachteilig, aber ich will jetzt erstmal Jennifer finden. Jetzt erstmal bin auch normalerweise eher so einer, der ja so Hauptstory macht und dann das Schöne an Witcher ist halt auch die Nebenstories sind unfassbar gut ausdesignt. Ich glaube, hier müssen wir mal lang. Ich glaube, da solltest du das Pferd nicht mit hochnehmen. Können wir mal versuchen, aber. Die gute Plätze. Vielleicht finde ich hier irgendwo Hinweise. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Ja, da mussten wir hin zur Garnison, wurde uns gesagt. Da müssen wir hin. Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Da gibt es den nächsten Hinweis bei der Garnison. Ein Hexer? Wo finde ich die denn? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Ach, die Schwarzen sind die mit der schwarzen Flagge, oder wie? Oder? Ich glaube, darauf bezieht sich, ja. Volteis Grefian Esanval. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Marsan deren Karbat. Okay, das muss dann also die Garnison sein, oder? Und den muss da Handwerker können die verschiedenen Gegenstände anfertigen. Gegen Obolus versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen, Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Natürlich. Wenn du ein Handwerkschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit du einen Gegenstand für dich anfertigst. Was immer die Exzellenz wünscht. Gott verdammt, der hat echt nichts zu tun. Ich habe gerade Antwort bekommen. Ich habe ja vorhin noch ein Ticket erstellt für meinen Server. Sondern die eines Bauern. Dass da noch was umgestellt wird. Um 1.29 Uhr hat er dieses Ticket abgearbeitet. Hat der sonst nichts zu tun, der Uwe. Ich habe auch nichts zu tun. Ich stream hier die Uhrzeit noch Witcher. Tja, der behebt um die Uhrzeit meine Serverprobleme. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Ja, bist du es lebt. Dafür bist du zu groß.
Jetzt nicht zu viel off-topic hier. Ein Zwerg. Aha. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg. Ich bin falls so dir froh. Das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Aha. Das war ja schon klar. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine. Es war ja klar, dass wir den Greif besiegen müssen. Junge Männer. Zwei Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Ah, da ist das schwarze Banner und die schwarze Rüstung. Verstehe. Ja, dann so, das macht dann Sinn, dass sie die schwarzen genannt werden. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Aha. Tumira und Mislav. Danke. Ich denke, das müssen wir jetzt machen, bevor wir dann weitere Hinweise zu Yennefer kriegen. Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du V drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Ja. Und nun klauen wir ein bisschen Baumwolle. Die wichtigen Dinge. Dann nehmen wir alle schwarze Rüstungen an. Ein paar Blümchen pflücken. Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf deinen Rüstungswert. Ja. Die Gegenstände wurden aufgewertet. Ah, schön. Hellquest. Wachen tolerieren keinen Diebstahl, also sei vorsichtig. Beruhige dich, Nordling. Ja, da solltest du vielleicht also nicht klauen. Ah, ich lasse das. Escape. Ich hab's da liegen gelassen. Die guckten schon etwas irritiert. Nein, die haben schon geguckt. Halt, schon von der Freeheit-Brigade gehört. Deinesgleichen hat so, ich muss jetzt ja die Quest ach, die weißen Punkte. Ich meine mich zu erinnern, dass noch auf der Brücke eine Kiste lag. Zu spät. Darf ich eh nicht klauen. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähere dich einem Wesen und Wegweiser drücke E. Aber will ich dann die Schnellreise machen? Das liegt an dir.